Okay, hallo. Oder man war sich relativ so, den Draft gebufft werden sollte. Den will ich jetzt nicht unbedingt besprechen, außer ein Punkt. Wir haben hier Qiyana gepickt, aber das hätte Vladimir sein sollen. Weil wir hatten Last Pick, das heißt, wir hätten auf jeden Fall eine gute, also wir hätten eine extrem hard winning Lane haben können. Und wir wussten, da, zu dem Zeitpunkt wir haben 5 Midlaner gebannt und wir wussten, dass Mr. Wie heißt denn der nochmal? Sertus? Nicht so viele Champions spielt, das heißt, höchstwahrscheinlich wird das Zed sein. Und, wir haben nicht so wirklich, soll ich sagen, respektiert, was er mit Zed machen kann. Sagen wir es mal so. Das ist aber, wie gesagt, kein Thema, wenn wir hier Vladimir picken, ne? Wenn wir hier Vladimir picken, können wir einfach den Zed countern und Vladimir geht sowieso in Zed rein. So, also, ich weiß auch nicht, ob er Zed blindpicken würde. Wahrscheinlich schon, weil die waren Diana und Pantheon. Also, ich denke schon, dass sie Zed blindpicken wollen, aber ja. Genau, das ist das Einzige, was wir ändern würden vom Draft. Mittlerweile. Warum habt ihr das gemacht, Qiyana First? Das war ein Fehler. Um das abzuschließen, da hat man ja gefragt, welche Champions gebufft, genervt und removed werden sollten. Und einige waren sich, oder man war sich relativ einig, dass Zed gebufft werden sollte. Und man meinte diesen Ninja-Zed. Ist richtig. Sollte gegen Qiyana aber nicht das einfachste Matchup haben. So, da bin ich gespannt. Envy gegen Sertus ist, glaube ich, so das Matchup, worauf wir jetzt hier wirklich schauen müssen. Also, da sind halt beides zwei Midlaner, die das noch ein bisschen lauter. Sehr viel Impact in den Spielen haben. Ich kann nicht, doch, wir haben in der Stunde Scrims, deswegen und damit ich mir noch das Review an und das war's dann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder Lurox. Der hat jetzt in der ADC sein Debüt gefeiert. Leider keinen Sieg für Schalke einholen können, aber insgesamt trotzdem eigentlich eine ziemlich gute Figur gemacht. Und insgesamt halt bisher in der Prime League maßgeblich zu dieser Lebensspiel beigetragen. Die Frage ist natürlich, wie viel konnte Schalke jetzt tatsächlich dann in der Zeit scrimmen, in der Lurox im ADC-Lineup mit dabei war. Also da könnte man vielleicht ein paar synergie-technische Probleme bekommen, aber oder neue alles in den Scheren. Oder das, ne? Vielleicht kommt er hier mit den Mega-Super-Strats. Aktuell sieht nicht so jedes Mal, wenn du den Chat aufmachst, haben wir kein Bild. Wir sehen auf jeden Fall Blue auf Start auf beiden Seiten. Ja, ich weiß. Ja, könnte durchaus ein Mirror werden. Generell muss man sagen, Toplane sehr schwer zu ganken auf beiden Seiten, würde ich sagen. Vladimir sehr safe, gleichzeitig aber auch nicht wirklich mit kannst viel vielleicht dich lauter oder so leise machen. Das hätte im Early Game irgendwie klein zu halten. Ja. Was mir gerade auch natürlich noch einfällt, da ist es nicht nur für uns mit Zed und Zed nicht ganz so einfach. Jetzt stell dir mal vor, du bist bei Unicorns und sagst, Zed ist Miss. Das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich ein Problem gewesen. Auch, dass Aguri diesmal nicht für den Easy Full Clear geht, sondern nach sofort im Redbuff aussucht gegen das war ein Problem. Wir, also manchmal ab und zu mussten wir fragen, Zed oder Zed? Und könnte theoretisch Top Lane vorbeischauen. Und ja, Zed, welchen davon? Ja, den Assassin. Aha, also den Midlaner. Ja, den Midlaner. So ungefähr. Ist natürlich nicht der mobilste Champion. Bestimmt. Auch noch nicht so tanky und ja, Lurox will jetzt hier invaden und wird da auf jeden Fall schon mal keinen Red Buff mehr. Ich weiß nicht genau, was Lurox, was der Plan von Lurox war hier. Aber er gewinnt das 1v1 hier nicht. Ich glaube, er dachte wahrscheinlich, ich mache Volk hier. Und dann kriegt er diesen ersten Trade. Die Spinnlinge attackieren hier mit. Muss trotzdem aufpassen, ist immer noch ein K6. Aber dennoch, Lurox, das Duell holt er sich und flasht dann aber mit dem Turmschuss. Und das, was ist das denn? Wisst ihr, was jetzt gerade passiert? Also, by the way, Lurox kann mich da nicht töten. Wisst ihr, was jetzt gerade passiert? Ich schreib XD Fragezeichen in den Ortschat. weil ich wirklich, ich dachte mir nur so, warte mal, was machst denn du, Brudi? So, das Ding ist, er wäre, also das, okay, das Ding, ich glaube tatsächlich, er gewinnt das hier, wisst ihr auch warum? Weil weil er nicht isoliert ist. Ich habe eine Spinne nicht getroffen mit meiner W. Guckt euch das mal gleich an. Rox trifft hier auf Agurin. Kokon ist da und am so, meine eine W. Ne, die tötet beide Spinnen nicht. So. Aber wenn die Spinnen hier tot sind und sie ist und Lurox isoliert ist, ist er tot. 1v1. Ohne dass ich wegspringen muss oder wegflashen muss. So, an dem Zeitpunkt, aber. Weiß ich kann weggehen, okay? Ich weiß, ich bin 100%ig safe und ich weiß, er ist 100%ig tot, wenn ich einfach gehe. So. Und dann, und deswegen dachte ich mir, naja, gut. Das wurde mir ein bisschen zu close hier, ne? Genau, das heißt, ich flash erstmal hier über die Wand, Auto Vision. Ja, also hat seine Q nicht mehr rausbekommen.
Und das heißt, er wollte jetzt Flash auschecken und dann, ja. Das Duell holt er sich. War aber zu smart und bin in den Busch gegangen. Haha. Flash dann aber mit dem Turmschuss. Und das, was ist das? So, und dann kommt das XD in All-Chat. Und, ja. Also ich sag mal, es war ein mutiger Trade von Argurin, hat da sein ganzes Leben und sein Flash verloren. Durok sagt sich, gut, für den Einsatz gebe ich dir das First Blood. Das ich hätte ja wahrscheinlich einfach die Top-Kampf machen sollen, by the way. Und dann basen. Wisst ihr, was smarter gewesen wäre, wenn ich einfach den Kill nicht nehme? Also, einfach rauszugehen früher ist viel, viel besser und Envy kriegt den Kill oder Kreis oder so. Das wäre viel besser gewesen, weil dann wäre das erstens mehr Gold und zweitens, ja, also keine Ahnung. Und ich riskiere auch nichts. Das wäre halt echt gut gewesen. Kann ich den Chat ausblenden? Kann auch 40 also machen, einfach, ja. Lurox sorgt auf jeden Fall für Pressure. Das eben, das werden wir mal als Ausrutscher. Passiert, ja. Nichtsdestotrotz, bin gespannt, wie sehr das tatsächlich das Jungle-Matchup beeinflussen wird. Argurin ist jetzt dadurch sehr early mit Double Longsword am Start. Natürlich deutlich. Ja, ich glaube, er weiß in dem Moment, dass er tot ist. Und deswegen probiert den 1-1 einzugehen, weißt du? Also, er wird deswegen im Jungle-Matchup direkt nicht allzu weit behind fallen, Argurin. Was natürlich jetzt einig. Natürlich, was die Roms angeht. So, ich kenne mir seine Groms. Erstmal für den Top-Rom gucken. Scheint aber nicht wirklich möglich zu sein. Währenddessen sehen wir auch häufiger als Aphelios gerade. So. Auch Lane, Borgs holt sich Red Smite. Spencer ist unterwegs, gerade Base, muss sein Teleport nicht ziehen. Jetzt pusht die Wave natürlich. Tatsächlich sind wir even in Gold. Obwohl ich einen First Blood habe. Das ist eigentlich echt schade. Also den will er halt so früh wie möglich haben. Und sich mit Double Tome ist halt Midlane-Matchup, ne? So. Das ist, wie gesagt, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir das Game verlieren, meiner Meinung nach. Also Toplane ist jetzt nicht. Ich sehe, Sleeping hat das. Also sonst kriegt er das immer hin, da rein zu flashen mit seinem W. Aber ja. Backport wird geforst. Quest hat aber solange man den Flash jetzt hier nicht punishen kann. Genau, weil stellt euch mal vor, wir haben jetzt hier nicht Kiana, sondern ein Counter-Matchup zu Zed. Es gibt ja unendlich viele Champions, die gut gegen Zed sind. So. Das heißt, wir hätten mit Cryo gehabt und diese Drache hier beispielsweise, den könnten die nicht nehmen. Niemals im Leben. Von Unicorns nicht ein einziger Ward aktuell auf der Map für die Einhörner. Da kannst du so einen Drake auf jeden Fall nicht contesten. Läufst halt zu hohe Gefahr in Elise Kokon reinzulaufen. Von Thresh guckt dazu. Wirklich gar kein Ward. Das Ding, ne? Unvollzogen. Auch. Die mal so eine Wave clearen. Zed ist vom Midlane-Push aus. Wenn deine Midlane so viel Pressure hat, dann kannst du diese Vision easy aufrechterhalten, weil Zed immer den First Move hat. Der Herald. Auch deutlich gefährlicher, gerade wenn wir die Items anschauen. Ich meine, klar, ne? Kiana hat auch. Nein, ist das irgendwie sicher sein, dass Kitzel so viel zu fangen. Meinst du wahrscheinlich, meine Talente bräuchte jemand, der den schleift? Oder sehe ich. Nein! Ist jetzt auch zu das ist einfach nicht wahr. Leute, das ist legit einfach nur das fucking Matchup. Was labert ihr alle? Zed gegen Kiana ist unplayable für Kiana. Ist richtig, richtig dumm, das Matchup. Das ist es! Warum denken Leute, dass Zertus besser als Envy ist? Wir haben Kiana geblindpickt, wenn wir das nicht hätten machen müssen. So, das ist alles. Das ist legit einfach Draft Difference. Mehr ist das doch nicht. Aber stellt euch mal vor, wir hätten hier. Ich will jetzt nicht sagen, wir hätten hier also welchen Champion, aber wir hätten hier einen anderen Champion, der gut in Zed ist und der Zed pressuren kann. Ne? Sei es fucking Malphite oder Illaoi, okay? Stell euch mal vor, wir hätten sowas. Was glaubt denn ihr, wie FFable das Game für Schalke wäre, wenn wir mit Prior hätten? Tu das auch. Von der Matchmaking. So, und dann mache ich das hier. Das ist halt auch ein bisschen dumm von mir, was ich hier mache. So. Ich weiß nicht, warum ich da nicht direkt rausspringe, ne? Weil ich kann hier queuen und dann rausspringen. Aber, ja. Ich gehe ein bisschen zu deep rein und bin gestunt. Das war auch dumm. Aber das ist alles whatever. Weil wenn wir mit Prior haben, ist das alles. Der Drache, den können die nicht nehmen. Den fucking Herald, den können die nicht nehmen, weil wir mit Prior haben. Das können nichts machen. Das Game ist direkt FF. Das ist insta-doomed. Ist einfach, wenn wir ein gutes Matchup in der Mitte haben, das ist alles. Okay, so. Also, Herald Play war schon. Aber also jetzt ist das Game echt fucking hart für uns. War jetzt ein 1-4-2 und die haben halt den Herald bekommen. Richtig guter Trade für Schalke. Sie haben nicht nur den Herald bekommen, sondern auch zwei Kills auf ihrem Set. Und der ist sowieso schon massiv vorne in diesem Matchup. Level ahead. Jetzt hier knapp 30 CS vorne und auch Botlane läuft für Kreis alles andere als gut. Sleeping Box. Wie viel Champion spielt Envy davon?
also hätte selbst seinen Kerner ficken können. Ja, aber ist doch, also, Sylvia, das ist egal. So. Wir werden Mistfire bekommen, wenn wir wollen. Wir haben unendlich viele Champions in der Mitte, die noch übrig sind. Wir kriegen auf jeden Fall Mitte Prio dieses Game, wenn wir wollen. Wenn wir den Draft nicht reinhinden. Kriegt da zwar den Thresh rausgesnackt, aber man verliert dann wirklich nochmal Flash hier auf Leona. Weil, also ich glaube, Xertus hat nur noch Zed und Qiyana und das sind beides Champions, die keine Mid-Prior haben. Wenn man nicht halt, genau, Zed into Qiyana spielt. Qiyana into Zed. Ja, so Echo, Sylas und Qiyana open von seinem Pool. Reicht davon nicht alles? So. Wegflashen, der Kukong hätte da sonst sein Schicksal besiegelt. Das ist wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, welchen Champion wir wann hätten picken können, ne? Aber glaubt es mir, wir hätten diese Runde mit Prio haben können. Perma mit Prio hätten wir haben können. Auf jeden Fall. Also da habe ich einfach gar keine Zweifel. Von Nurox, da hat man sich auf jeden Fall nicht von tilten lassen. Schalke hier mit einem sehr, sehr guten Early Game Set. Sandra picken ja, rein. Vor allem, wenn sie das bald Jumus fertig hat, dann wird es ja nochmal angenehmer werden. Wie du schon gesagt hast, ja gut, auf jeden Fall, jetzt ist das Game ein bisschen doomed, also noch nicht FFable oder so, aber was jetzt passiert ist halt, ja gut, die kriegen den Herald irgendwann in der Mitte, das heißt, die kriegen da ein bisschen Tower Damage, ein paar Platten. Zed ist tatsächlich ziemlich unkillbar zu dem Zeitpunkt, wegen seinen Ninja-Tabis. Und ja, wir werden halt alle drei Lanes reingepusht und alles, was wir machen können, ist defensiv farmen. Und das machen wir auch. Jetzt auf die Sidelanes packen und das alleine wird super schwer für die Unicorns zu beantworten. Selbst auf der Toplane hat hier aktuell der Six noch nicht wirklich Push gegen Aphelios. Braucht ihr nicht einen AD-Champion mit Six, Vladimir? Ja. Ins Game einbringen können. Ist jetzt im Gold auch. Und? Glaubst du, wir haben keinen? Wenn er nochmal vorher den Damage rausbekommt, reicht nicht für den Turm, weil der sich ja selber. Wie gesagt, verstärkt, es gibt unendlich viele Picks, die gegen Fire bekommen. Auch nochmal für Aphelios. Sei es einfach Wildfall. Oder Illaoi, sei es. Weiß ich nicht. Die Sandra, ne, auch wenn ich das. Also, ne, theoretisch. Die Sandra könnte mit Fire bekommen. Also, der kann halt jetzt. So, dann endlich hier nochmal. Actually. So gut aufgebaut. Bisher hat Unicorns noch nicht eine Kontrolle. Dachte ich, ich bin out of range. Aber ich laufe hier einen kleinen Step nach links. Weil ich glaube. Wenn ich die Wand hugge, also wenn ich hier hinten oben bleibe, dann bin ich nämlich out of stun range, aber ja. Boah, der Kokon auf Arguin und so, der ist da. Nee, ich bin mir sicher, das ist auch ein Riesenfehler gewesen, weil hier geben wir den zweiten Rank for free up, den wir hätten eventuell contesten können. Eliminiert, oder musst du nicht mehr hoch. Hat aber seinen Flash gezogen. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt an sich ein winning fight wäre. Unsere Teamfight ist einfach 100-mal besser als deren, ne? Deswegen... glaube ich, wäre dieser Dragon schon contestable gewesen, auch wenn wir 2000 Gold behind sind und 1500 oder so. Ja, oder habe ich ihn catchen lassen? Wie viel mehr Damage Xertus noch hat mit Ultimate und Ignite? Ja, nicht mal Draktai, das war halt nichts von, er musste ja auch nicht den Schaden machen, er hat nur noch mal kurz den Kill gegönnt. Aber das ist genau das, was Vision ausmacht. Du kannst nicht mal in den River laufen ohne gekillt. Weil Dreamer Ace nochmal da ist, reicht es hier nicht, weil er den CC durchaus auszuwarten, aber das ist so, hey, das ist ein richtig, also das war ein guter Escape von Envy. So sein Flash wird den gehalten. War ein greedy Passing. Nee, selbst da. So was einfach nicht gehört. Also die das war nicht greedy, da zu passen. Was ich da machen möchte, ist ja Stunts oder so von ihm rausbaiten, damit ich da die Wards clearen kann. So. Oder dass wir dann for free in den River laufen können. Das ist ja genau, was ich machen möchte. Also ich muss halt ja, an der Grenze spielen. Und nicht Six bringt und jetzt mich nicht schon die Hälfte, die man braucht, um das Game ein bisschen langsamer zu machen. Also ich glaube, am Ende wird es hier wirklich auf Vladimir ankommen. Der muss in den Fights richtig... Oh, nächster schöner Kokon von Lurox, Dream Ace, aber Tank... Ich glaube, das hier war tatsächlich ein Fight, den wir hätten gewinnen können. Wir waren bloß nicht schnell genug ready. Trotz weil ich glaube... Also einmal ist die 6 Ulti echt kacke, ne? Wenn die 6 Ulti hinkommt. Zweitens... haben wir, also bräuchten wir TP-Board, einfach hier irgendwo mitten in der Lane. Daran haben wir nicht gedacht. Und wenn das, glaube ich, passiert, 6 Bombe hier, auf die beiden, plus TP, glaube ich, da bin ich mir relativ sicher, dass wir 2 oder 3 Leute töten. Für 2 oder 3. Bombe noch mit dazu, gerade mal in die Stopwatch-Gang, Teleport ist mit dabei, Xertus bekommt... Weil ich habe hier noch 2 Ult-Stacks, Inex kriege ich auf jeden Fall tot. Er hat kein Flash, ne? 6 Bombe tötet den fast alleine, glaube ich. Und, ja.
Henry kommt mit Keana Ulti und so. Das wäre, glaube ich, ein Fight gewesen, den hätten wir gewinnen können. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach genommen. TP für. Also, Kill. Ist whatever für uns. Also, das ist nicht so schlimm für uns an sich. Er ist ja nicht nur stark, sondern gleichzeitig führt es auch dazu, dass Keana überhaupt keine Möglichkeit hat, die Map zu bespielen. Envy generell jemand. Envy generell jemand, der halt wirklich mit vielen Roams das Spiel aktiv beeinflussen möchte. Oh, sehr, das kann er hier nicht. Mit dem Disrespect. Ja, da gibt's jetzt nochmal die Set. Okay, so, im Endeffekt, was passiert ist, wir haben jetzt einfach sehr, 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 sehr viel gefarmt. Aber jetzt geht er selber doch rein. Zack, reicht der Kill Oh, ein bisschen gecatcht. Bla, 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 bla. Halt zu finden. Und dann irgendwann, also wir wussten, was wir machen müssen in dem Game ist, wir müssen, also ab dem Zeitpunkt, ne, wir sind 4000 Gold behind, wir wissen, wir haben das Game höchstwahrscheinlich verloren, bis wir alle Level 11 sind und unsere Item Spikes haben. Das heißt, für mich heißt es Black Cleaver, Level 11 sein, Venza heißt das. Ja, jetzt hat er auch noch Jungs fertig, das heißt. Dann hat er seine Items. Envy hat seine Items. Also, ich glaube, worauf wir hier gerade farmen, ist mein Level 11. Und dafür geben wir halt eine Menge ab, denn wir sind sogar jetzt inzwischen 6000 Gold behind. Aber ich bekomme das jetzt. Und jetzt wollen wir tatsächlich fighten. Egal wie, egal wo, wir wollen jetzt fighten, weil wir meinen Spike haben. Tankmalfight wäre gut gewesen in dem Game. Ja, eigentlich schon, ja. Ist eine gute Idee, Pump. Aber, ja. Egal was, wie gesagt, egal was wir picken. Wir picken es nicht zu viert, sondern wir picken als letztes. Das ist das Problem. Nicht welcher Pick. Es geht wann. Es geht um wann. Ornn Midlane hätte auch funktioniert, ja. Nautilus Midlane hätte auch funktioniert. Alles hätte funktioniert. Wie gesagt, es gibt eine Million Picks, die gegen Zed gut sind. Man kann da kreativ sein, wie man möchte, aber... wir haben Red Side und haben Counterpicken uns selber in drei Lanes. So, das ist das Problem. Spielt Envy die Champions? Glaubst du, Envy kriegt keinen Malphite hin? Not really, I guess. Ja, aber dann ja, tschüss. So. Dann argumentier doch nicht. Halt, wenn du denkst, er spielt sowas nicht. Du kannst halt wunderbar mit diesem Set arbeiten. So, also, an dem Zeitpunkt sind wir 5500 Gold behind, okay? Und, jeder Catch funktioniert, weil du den Schaden hast, den du brauchst. Next, aber der baitet so ein bisschen. Nuxlord, Serdus sind auch alle da. Lurox kommt mit dazu. Ich weiß nicht, ob... Und ich möchte gleich einfach zeigen, wie einfach es ist für uns, einen Teamfight zu spielen. So. Weil, wenn wir nicht behind gefallen wären, weil wir halt keine Midpray hatten, ne? Das ist tatsächlich alles nur, weil wir keine Midpray haben. Ich hoffe, das versteht ihr. Weil diese ganze Vision, die mal hatten, und die waren ja immer zuerst zu den Objectives und so, das war eigentlich alles nur Midpray, oh. Weil ab, also ich war ja immer stärker als Lurox, das heißt, theoretisch hätte ich alles contesten können. Ich konnte bloß nie, weil die immer mit Player. So. Die wären an dem Zeitpunkt, wenn überhaupt, nur minimal ahead gewesen, hätten den anderen Champion gehabt und nicht Jana. Und jetzt guckt euch einfach den Fight an. Nicht, Serdus würde gerne, ist gestunt jetzt, da muss man aufpassen. Durch CC, aber kann sich da nochmal rauswinden? Nein, kann er nicht. Der Kill ist da. Ich schon mal das echt clean von Envy. Es geht nach hinten los für Schalke, auch Enex genommen. So, die können nicht Teamfights gewinnen. Boah. Nicht richtig. Und das haben ab dem Zeitpunkt, obwohl wir so behind sind. Es ist tatsächlich relativ easy für uns, Teamfights zu spielen. Genau das hat Unicorns gebraucht. So. Wir nehmen jetzt einen Tower, wir gehen basen, der nächste Dragon kommt ab. So, und ab dem Zeitpunkt glaube ich, dass Schalke auch weiß, die können keine Teamfights mehr gewinnen. Ich glaube, Schalke weiß an dem Zeitpunkt, okay, es ist echt gar nicht mal so easy zu Teamfighten. Talon beispielsweise, ja. Wie gesagt, es gibt eine Milliarde Picks. Vorteil und die Dragons, echt viele. Das angesprochen ist halt durchaus wichtig jetzt. Ich weiß gar nicht, by the way, hier. Guck ich das mal an, warte. Dieses Sidestep von mir. Ich weiß nicht warum. Ich gehe hier rein, ne? Guckt euch mal an, wie confident ich hier reingehe. Ich denke nicht mal an den Elise Cocoon, by the way. Ich weiß bloß, egal was passiert, ich werde es dodgen. Keine Ahnung warum. Aber ich dodge es einfach auch. Also ich bin in der Sekunde bin ich komplett in der Zone. Aber ja, diesen Dodge würde ich in Solo nicht hinkriegen. Glaube ich. Ist echt so. Also an dem Zeitpunkt denke ich einfach nicht mal daran, dass er mich stunnen kann, weil ich weiß, ja gut, ich werde es eh dodgen.
Wochen ist halt durchaus wichtig jetzt. Da aber jetzt aktuell hat man die bessere Position. No joke. Man kann die Vision gerade clearen und jetzt so ein bisschen mit dem Six versuchen. Und hier war Lurox tot. Aber ich hab gepussied. Versuchen den Poke was ich hier nehme, ist einfach nur ein Chunk. Weil wenn ich hier Ulti Autodecke und Q Autodecke, ist er tot. Ja, auf jeden Fall, ich dachte mir so gut, naja, er hat jetzt kein Smite mehr, wir können jetzt einfach den Dragon machen. Auf Dreamer Ace. Und, I mean, das ist tatsächlich smarter, so, zurückzugehen, nicht meine Ult zu wasten, Dragon zu nehmen, weil er kein Smite hat. Die wollten Nash rushen, ich glaube aber, die können nicht Nash rushen, so, tatsächlich. Nicht wirklich rushen, ne? Die können den anfangen und wenn wir alle tot sind oder so, kriegen die den, aber so wirklich rushen können die nicht. Und, ja, wir benutzen Leona Flash, und aber ansonsten kommen wir raus, also für den Dragon ist das gut. So. Okay, so, Atmung für 5 Minuten wurde gegeben, okay? Wir können 5 Minuten lang atmen, bis der nächste Dragon kommt. So, und ich glaube, da passiert auch nicht so viel bis dahin. Das wird immer noch schwierig, so Verb Split Push deutlich besser vermeiden. Gehen Sie. Bombe ist down. Achso, doch, hier. Okay. So, wir wissen, Z ist oben. Oder zumindest weiß ich das, ne? Ich glaube, Andy riecht das auch, dass sie da oben so ein bisschen trappen, ne? Mit dem Prio kriegt man trotzdem. Und ich weiß auch, die Gegner werden hier mit Prio kommen. Und ich weiß auch, die werden danach probieren, mich oder was auch immer. Die wollen halt River Control haben. Und wenn ich da drin bin, wissen die, okay, die wollen das halbwegs fighten. Inex, Mister, hat aber gar kein Flash ready, so. Und was wir dann machen, ist natürlich diesen jungen Herrn einfach ficken. Das ist 6 hier noch, Krabbe wird aber von Agu genommen, der trappt das Ganze. Will da auf Inex gehen, 6 Bombe ist down, so viel. So, wir haben hier an der Stelle 2 Kills, aber die Situation an sich ist actually doomed, weil da kommt jetzt ein Zed rein. Und was wir, glaube ich, machen müssen, ist als Team nach unten zur Midlane rennen, weg von den beiden hier oben. Wir wissen nämlich, Zed kommt von oben, okay? Wir wissen, Zed kommt von oben und ich mache das, glaube ich. Also erstmal halt weg vom TP, aber dann weiß ich, ich darf nicht hier nach oben. Andy, das ist Andys Fehler, dass er hier nach da, also hingeht. Und ich glaube, das ist auch noch ein Fehler, dass wir hier versuchen weiter zu fighten. Ich glaube, ich call sogar zu dem Moment, wir müssen hier rennen. Wegrennen. Und, also wir sollten die 2 Kills nehmen und wegrennen und ich weiß nicht, ob wir das machen. Aber im Endeffekt ist das ein 2-2. Was in unserer Position ganz okay ist. Aber ich glaube, wir hätten da ein entweder 2-4-0 oder 2-4-1 rauskriegen können. Ne? Aber gut, das ist halt tatsächlich nicht gar kein Problem eigentlich, finde ich. Ich finde, das ist an sich nicht ein Thema. Ich fand das gut von uns, das Play. Hätte cleaner sein können, ich glaube, wir hätten rausgekommen. Oder zumindest eine Person wäre nur gestorben. So. Kein TP zum Beispiel. Weiter. Im Prinzip gucken, sehen wir das Leuchten. So, inzwischen noch 3000 Gold behind, ne? Also, ich würde sagen, das Game ist an dem Zeitpunkt echt winnable. Komplett rot. Und dann guckt euch einfach mal an, was in meinem Kopf passiert. Check. So, guckt euch mich an. So, ich weiß, haha. Der wirft jetzt Dinge auf mich! Haha! Wenn der hier noch Level 16 bekommt, bevor. Nee, also ich versuche hier ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen respektlos zu sein und so Cocoons rauszubeten, andere Dinge rauszubeten. Ja. Leider miss ich meine eine W hier auf Mr. Lurox. Man sieht ihn. Ja, für ihn ist es natürlich super nice, dass hier eine Ocean Map am Start ist, ne? Für Qiyana mehr Büsche, um zu trappen und jetzt zu machen. Aber okay. Die kriegen mit Prime, okay? Wir wissen das. Wir wollen auch genau das haben, weil wir baiten basically Schalke da, also was heißt, wir baiten die rein? Wir können denen halt keinen Drachen geben, okay? Das heißt, wir müssen um jeden Preis diese Position nicht abgeben. Und wenn das bedeutet, dass sie im Tier 2 Midlane bekommen, dann bedeutet das halt. Und, machen sie Dampf, Inex, ja, mal rein, und dafür haben wir halt den Dragon gemacht, so. Und jetzt. Und die wissen aber auch, die können hier nicht rein. So, die wissen, wenn die hier reinkommen, sind die höchstwahrscheinlich tot. Deswegen gehen die hier nicht rein. Und Sertus entscheidet sich dafür mitzupushen. Darauf warten wir. Wir sehen irgendwann Sertus und dann fangen wir den Dragon an. Also er pusht aber gerade die Midlane. Also auch hier theoretisch können sie den. Und ich, also, und der Call ist hier tatsächlich, glaube ich, zu 50-50. Weil ich meine, ich bin halt K6 so. Ich kann höchstwahrscheinlich finishen. Wir callen auch, dass also Andy probieren soll, Lurox zu zonen. In der Mitte sind hier aktuell in keiner guten Position, um
diesen Drake zu contesten. Sie werden aus dem River rausgezoned, verlieren wie gesagt dafür aber den T2-Turm. Und wenn man die jetzt hier irgendwie in Ich würde sagen, das ist actually ein echt cleaner Smat von mir. No joke. Schach. Also das ist eigentlich nicht, smatable. Not even close für Rocks. So. Und jetzt. Okay. Was jetzt passiert, verliert uns das Game. Weil wir haben den Dragon, okay? Wir traden Tier 2 Midlane für Dragon. Was für uns echt geil ist, so. Weil wir kaufen uns noch 5 Newton, ne? Und was ich jetzt mache, ist... Oh, jetzt geht? Ich denke mir hier... LOL, Z ist Midlane, let's fight! Tatsächlich ist das... Also, wir sollten hier fighten, aber ich sollte nicht derjenige sein, der reinspringt. Also eigentlich... Also, Dreamer hätte engagen sollen, oder Envy, oder wer auch immer. Aber das nicht ich hätte, also ich hätte das nicht zuerst sein dürfen, weil ich werde hier gewonshottet. Und wir flashen hier rüber und fighten und der Fight an sich ist immer noch gut, weil halt Dings, Zaps ist halt nicht da, so es ist 4 gegen 5 und wir gewinnen das auch, bis er kommt. Aber ja, er klingt halt ab so. Vor allem weil Venza kein Mana hat auch, ne? Venza hat Rabadons und TP in der Base. Wenn ich hier lebe, ne? Wenn ich hier lebe, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir acen die hier. Um ehrlich zu sein. Ich bin mir relativ sicher. Also. Ja, wir müssen hier engagen. So. Einfach weil die. Das ist kein Fehler, so. Der Fehler an sich ist, dass sie hier überhaupt contesten. Weil wenn Zertus nicht da ist, dann können die halt nicht fighten. Und wir können auf die engagen, so. Das ist deren Fehler. Weil ich bin mir sicher, wir essen die hier. So. Also ich, trotzdem, danach, also wir sind immer noch 5000 Gold behind, ne, wir verlieren halt einen Teamfight. Aber wir haben wieder 5 Minuten Zeit, theoretisch. Und jetzt irgendwann passiert der Teamfight, der uns das Game verliert. Ja, den DPS-Wert. Das ist zu dem Zeitpunkt aber verkraftbar hier. Kein Ocean Drake, kein Baron genommen. Ah, aufgepasst, Nyx dort weit vorne. Man will auf ihn drauf, Agurin vor allem. Okay. Ich glaube, an dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob wir den Teamfight hier nicht nehmen sollten. Weil, also jetzt habe ich schon meinen Jump raus, ich habe meinen erste Ulti raus. Das heißt, ich bin nicht mehr so useful. Was wir rausbekommen haben, ist Aphelios Ulti, aber wir selber haben Leona Ulti benutzt. Ne? An dem Zeitpunkt ist der Teamfight nicht so geil, weil, also in der Theorie können wir halt nur auf 3 useless Champions gehen. So, wir wollen ja Inex töten und dann wollen wir am besten Zertus töten. Aber wir haben keinen Zugang auf die. Wir gehen hier auf Zed oder probieren es. Klappt nicht so ganz. Und dann der und jetzt Zertus geht auf mich, ne? Ich muss rausfischen. Also, das ist kein guter Teamfight, wir nehmen den nicht. Vielleicht hätten wir es machen können, ne? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. So, wenn wir Sachen getroffen hätten, ne? Dann hätten wir vielleicht getötet, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall im Endeffekt verliere ich hier mein Flash. Und jetzt kommt der nächste Teamfight, so. Hier! Das ist der Teamfight, den wir hätten gewinnen können, glaube ich. Aber da passieren ein paar echt Kackdinge. Und zwar 6 Ulti, trifft gar nichts. Jima wird gezoned, schafft es nicht, sein Stoneplay zu aktivieren. Und Envy wirft gleich alles, was er hat, auf den Trash. Oh mein Gott, wenn ich das gerade sehe, ne? Oh mein Gott. Teamfight ist so free. Dieser Teamfight ist so free. Diesen Teamfight können wir nicht verlieren, Leute. Wenn 6 Ult trifft, Diana Ulti trifft, und ja, der Rest ist egal, tatsächlich. Aber diesen Teamfight, den können wir nicht verlieren, Leute. Ja, das war's. Danach haben wir das Spiel. Also, jetzt ist das Spiel over. An dem Zeitpunkt ist das Spiel over, weil. Ja. Wir haben halt, also den Teamfight, den verlieren wir halt nur halbwegs, aber wir verlieren ihn und das gibt ihn den Dragon. Und deswegen haben wir das Spiel hier verloren. So ein Set, der macht halt auch einiges und Zertus lebt immer noch.
Na, Agurin auch noch da. Kein Smite auf der Seite von Schalke, aber... Ja, also, wir können den nicht contesten. Mal zum Leben. Nach der Ocean Sale ist das Game echt over. So. Aber, ich würde sagen, das Game war winnable. Der zweite Ocean Dragon, den haben wir echt also den haben wir echt schlecht gespielt. Und den Ocean Dragon, den hier haben wir auch schlecht gespielt. Weil ich bin mir auch sicher, dass wir den Fight gewinnen können, wenn wir das ein bisschen besser spielen. Riesen Draft-Fehler mit Qiyana. Das war ein Hauptpunkt. Und dann haben wir die Teamfights echt scheiße gespielt. Und die haben halt die Dragons for free bekommen wegen dem Draft. So. Und den Herald.